Eine nicht zu enden scheinende Fankarawane, die heute in die Stahlarbeiterstadt rollte. Das 10.000 Zuschauer fassende Stadion der Hüttenwerker war natürlich fest in Dresdner Hand. Insgesamt kamen 6.250. Pünktlich um 14:01 pfiff Schiedsrichter Helmut Blei die Partie an. Die Elf von Christoph Ranke spielte in Bestbesetzung, genau wie seine Mannschaft, die des FSV Hoyerswerda. Seit März hat Manfred Weidner dort das Sagen und verlor, hören Sie genau hin, seitdem kein Heimspiel mehr. Seine Elf stand von Beginn an unter Dauerdruck, hatte aber nach 9 Minuten die erste echte Torschance des Spiels. Und da zieht Matthias Ringel einfach mal ab. Und da war Ignaz Krešić das erste Mal gefordert. Dynamo war zwar spielbestimmt, aber so richtig Gefährliches sprang bisher nicht heraus. Ein Freistoß von Petrovski wurde gefährlich, weil er von der eigenen Hoyerswerda-Hintermannschaft fast ins eigene Netz befördert wurde. Thomas Sparta kann den Ball aber noch festhalten. Der Tabellenführer tat sich schwer gegen den FSV, vielleicht mal aus dem Hinterhalt, dachte sich Daniel Petrovski. Denn der FSV Hoyerswerda stand hinten massiv, ein schweres Durchkommen also für die Angreifer von Dynamo Dresden. Und Petrovski leitete auch den nächsten Angriff ein. Neubert, schöne Flanke auf Kostlov, aber der kann den Ball nicht im Gehäuse des FSV unterbringen. Es war bis dahin die größte Chance der Schwarz-Gelben. Wieder ist es Kostlov, der den nächsten Dynamo-Angriff einrollte. Heller auf der rechten Seite, der Manndecker im Strafraum, kann sich schön durchsetzen, aber sein Rückpass kann Neubert nicht effektiv nutzen. Ja, ja, die Nerven, sie schienen heute in Dresden zumindest in den ersten 45 Minuten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch noch war nicht Halbzeit, wieder Petrovski aus dem Hinterhalt und erste Unsicherheit von Thomas Sparta. Somit blieb es beim torlosen Zwischenstand zur Pause. Und der wurde kritisch beobachtet von Andreas Thom, dem Ex-Bundesliga-Profi und der Amateure. Hat er sich womöglich in der Auswahl des kommenden Relegationsgegners den falschen ausgesucht? Fragezeichen. Die zweiten 45 Minuten begannen wie die ersten, endeten mit Dynamo im Angriff. Sebastian Enge, Dario Dabac. Und immer wieder hoch in den Strafraum suchten sie Kostlov. Der Ball schon etwas genauer in Richtung FSV-Tor. Trotzdem, es blieb beim 0:0. Das beste Auswärtsteam der Liga, es tat sich schwer. Eine Viertelstunde im zweiten Abschnitt war gespielt. Petrovski aus dem Hinterhalt und wieder Thomas Sparta. Ja, da waren schon einige Sorgenfalten zu sehen bei Christoph Ranke. Aber es ging weiter mit Dynamo-Angriffen. Der Spielstand 0:0. Petrovski, der gut und auffällig spielte auf Neubert. Der nimmt den Ball direkt. Volles Risiko. Schön gemacht, da kommt er nicht ganz in die Seitlage. Es bleibt beim 0:0. Noch hatte Dynamo eine halbe Stunde Zeit für den entscheidenden Treffer. Und dann war es passiert. Thomas Neubert, 70. Spielminute, sein 13. Saisontreffer. Das erlösende 1:0 für Dynamo Dresden. Sparta kann diesen Ball nicht ganz festhalten. Den kann er noch parieren, aber dann im Nachsetzen ist er machtlos. Thomas Neubert erzielt die Dynamo-Führung. Jubel natürlich bei den fast 6.000 Anhängern. Die große Frage war, kann der FSV jetzt noch eine Antwort bieten? Oder war der Widerstand gebrochen? Mitnichten! Fast im Anschluss der Ausgleich für den FSV Hoyerswerda. Ein Freistoß. Und Jens Gabel mit dem Kopf war zur Stelle. Damit hieß er wieder, Plauen wäre der Meister. Und damit gehen wir mal kurz ab nach Braunschweig. Ja, hier nach wie vor der Spielstand 1:1. 9 Minuten waren noch zu spielen. Und plötzlich hatten die Gäste die große Chance.
durch René Behrig auf 2:1 zu erhöhen. Es war natürlich der FSV Hoyerswerda der Gastgeber und dann waren nur noch 3 Minuten zu spielen. Kozlov mit der Chance, Pfosten! Meine, hatten sie jetzt Pech. Aber der Ball, er blieb im Spiel, die Kamera auf René Kozlov und bleiben sie mit den Augen auf den Stürmer des 1. FC Dynamo Dresden, der erzielt 3 Minuten vor dem Ende die Entscheidung. 2:1 für Dynamo nach einem Abwehrfehler des FSV Hoyerswerda. Da hatten sie lange, lange gekämpft. Doch am Ende stand der Blondschopf René Kozlov Gold richtig. Kompliment an den FSV Hoyerswerda, der alles gegeben hat. Ein fairer Verlierer war, das kann man nun sagen. Denn mit dem 3:1 war natürlich hier die Entscheidung gefallen. Dynamo Dresden gewinnt das letzte und so wichtige Spiel in Eisenhüttenstadt gegen den FSV Hoyerswerda. Und nun brachen natürlich alle Dämme. Ich lasse ihn kurz allein. Die Stimmen zum Spiel hat mein Kollege Uwe Karte eingefangen.